Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Ü-Ei-Kanal. Mein Name ist Gunnar und heute haben wir dieses Viererpack Kinderüberraschungseier. Genau, das ist ein spezielles Viererpack, nämlich das ist zu den Filmen Kung Fu Panda 3. Hier hinten drauf könnt ihr auch schon sehen die verschiedenen Kung Fu Panda Figuren, die man in diesen Überraschungseiern finden kann. Und hier vorne steht auch drauf, dass hier insgesamt 2 Figuren in diesen 4 Eiern garantiert sind. Naja, ich mache das Ganze schon mal auf, denn ich bin schon gespannt, welche dieser Kung Fu Panda Figuren wir bekommen. Und auch in den anderen Eiern, in denen keine Kung Fu Panda Figuren sind, möchte ich natürlich wissen, was da wohl drin ist. So, ich schütte das Ganze jetzt einfach mal hier her. Das sind tatsächlich 4 Eier. Die Packung stelle ich mal hier hinten hin. Und gemeinsam mit meinen Gehilfen, ja, Michelangelo von den Ninja Turtles, werde ich jetzt mal schauen, was wir hier alles so haben. Okay, also, wir fangen mal mit diesem Überraschungsei an. Und wer weiß, vielleicht ist ja schon hier die erste Kung Fu Panda Figur drin. Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist ja auch etwas anderes hier. Mal gucken. Wir werden das jetzt gemeinsam herausfinden. So. Das Ei ist jetzt also geschält sozusagen. Wir haben noch die Schokolade, die wir abmachen müssen. Und dann drückt mir mal die Daumen, dass wir hier etwas Tolles drin haben. Und nein, das ist natürlich keine Kung Fu Panda Figur. Das habt ihr sicher schon erkannt, denn das ist etwas Blaues und das sieht aus wie eine Wasserpistole. Ja, das kennen wir schon, das ist eine Wasserpistole, die sie wiederum aussieht wie ein Raumschiff. Ja, genau. Gibt es wie gesagt auch in verschiedenen Farben und wir haben das Ganze in Blau bekommen. Und ihr wisst ja, dass Blau meine Lieblingsfarbe ist, von daher bin ich damit schon mal sehr zufrieden. So, das Ganze wird jetzt hier einfach reingesteckt, das ist quasi nur eine Hülle, die da drumherum kommt. Und dann kann man das vorne ins Wasser halten und sozusagen da Wasser reinziehen, indem man den Hebel dann rauszieht. Genau so. Und wenn man dann wieder das Ganze nach vorne schiebt, dann spritzt vorne Wasser raus. Naja, wie dem auch sei, wir machen einfach mal weiter, denn wir wollen ja eigentlich die Kung Fu Panda Figuren. Deswegen geht es jetzt weiter zu dem zweiten Kinderüberraschungsei. Genau, unser Turtle schlägt immer mit dem Kopf dagegen. Vielleicht meint er ja, dass es hilft irgendwie, aber wir schauen einfach mal nach. So, ich schäle das hier mal raus. Und wie immer möchte ich natürlich von euch wissen, habt ihr eigentlich damals den Kung Fu Panda Film gesehen? Habt ihr den Film gesehen? Wenn ja, schreibt mir das mal in die Kommentare. Der Film ist ja nicht mehr so ganz neu, aber mich interessiert mal, was ihr davon haltet. Und in der Zwischenzeit zeige ich euch, was hier drin ist. Und es sieht tatsächlich aus, als hätten wir diesmal Glück. Ja, ich glaube, wir haben eine Figur von dem Film Kung Fu Panda. Genau, es ist definitiv ein Panda. Ich falte das mal auseinander und dann zeige ich euch das. Ja, Mai Mai ist der Name dieser Figur. Dreht das auch mal um. Und hier könnt ihr natürlich all die verschiedenen Figuren sehen, die hier in diesen Eiern drin sein können. Und wir haben Mai Mai. So, das hier scheint sozusagen der Oberkörper zu sein. Und hier ist irgendwie so eine Krone oder was das sein soll, was wir den aufsetzen können. Irgendwie ein Kopfschmuck. Dann kommt natürlich noch der Unterleib, der Unterkörper, die Beine sozusagen. Genau, auch das wird hier rangesteckt, das ist die Rückseite und dann haben wir noch eine Vorderseite dazu. Und das müsste es dann auch schon gewesen sein, dann müsste die Figur fertig sein. Und sieht doch ziemlich schick aus, oder? Ich bin auf jeden Fall super zufrieden damit. Und das Coole ist ja, dass wir wahrscheinlich noch mindestens eine weitere Kung Fu Panda Figur bekommen werden. So, ich stelle das einfach mal hier hinter. Und ja, wir werden jetzt das dritte Überraschungsei gemeinsam öffnen. Genau. Also, auch hier wieder das gleiche Spiel. Folie ab, Schokolade ab, die gelbe Kapsel öffnen. Na, dann schauen wir mal, was wir bekommen. Vielleicht ja ein Panda, vielleicht auch wieder so eine Wasserpistole oder etwas ganz anderes. Okay, sieht so aus, als hätten wir schon wieder Glück. Denn das sieht definitiv nach einem weiteren Panda aus. Ich glaube, das ist Po von Kung Fu Panda. Na, wir gucken mal nach. Ja, definitiv Po aus dem Film Kung Fu Panda 3. Und der ist auch ganz einfach und ganz leicht zusammengebaut. Da wird ja einfach nur so zusammengesteckt. Und ja, fertig ist die Figur. Man kann den Körper jetzt hier so hin und her drehen, wenn man möchte. Und gefällt mir auch ziemlich gut. Also wir haben schon 2 Figuren und eine Wasserpistole.
Und was noch viel besser ist, wir haben noch ein weiteres Überraschungsei und das ist das letzte Überraschungsei für heute. Ja, deswegen machen wir das jetzt natürlich auch sofort auf. Ja. Und dann schauen wir mal. Ein Panda sollte es ja nicht mehr sein. Oh nein, oder? Das kann auch gar nicht sein. Es ist tatsächlich noch eine weitere Wasserpistole, diesmal in grün. Das hätte ich ja nun nicht vermutet. Solche Duplikate in einer Packung, das finde ich so ein bisschen schade. Auch wenn das Ganze eine andere Farbe hat. Ja, wir haben ja schon das Blaue und jetzt haben wir noch die grüne Version dazu. Ja, ich muss sagen, da hätte man ruhig andere, unterschiedliche Spielzeuge hier reinpacken können. Aber vielleicht machen die das ja wirklich so rein zufallsmäßig. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie die das machen. Aber es sieht schon mal ziemlich gut aus, wenn wir das hier zusammenstecken und nebeneinander legen. Dann haben wir also zwei Figuren und zwei Wasserpistolen. Ja Leute, was war euer Lieblingsüberraschungsei für heute? Und habt ihr den Kung Fu Panda Film gesehen? Und wenn ja, was haltet ihr davon? Schreibt mir das mal wie immer unten in die Kommentare. Ich bin wie immer gespannt über eure Kommentare, eure Meinungen dazu. Außerdem möchte ich wissen, was ihr von diesem Video haltet und wie ich es besser machen kann. Ich zeige euch nochmal die Packung. Genau, das waren 4 Überraschungseier Kung Fu Panda 3. Und das sind die Figuren Po und Mai Mai haben wir bekommen. Die beiden hier in der Mitte. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr den UI-Kanal abonniert. Wir sehen uns dann nämlich hier alle gemeinsam das nächste Mal wieder, wenn wir wieder Überraschungseier, Blindbags und anderes Spielzeug auspacken. Bis dahin, tschüss!